Wir kommen dann zu den Parklassen. Zunächst einmal in der Reihenfolge wie eben. Die Parklassen der Bundesliga-Ausstellung. Richter für diesen Wettbewerb aus der Schweiz, Herr Laurent Pichard. Und wir beginnen mit dem Bouvier de Flandre. Weißer Schweizer Schäferhund. Weißer Schweizer Schäferhund. Und weißer Schweizer Schäferhund. Stark vertreten hier. Oder ist hier ein Ritschbeck? Und das Paar der Beagle. Welsh Corgi Pembroke. Und das Paar Mops. Den Abschluss bildet das Paar der Rotonde Tulliard. Ja, im Gegensatz zu den Zuchtgruppen ist es hier so, dass diese beiden Hunde, die als Paar hier auflaufen, im Besitz eines Ausstellers sein müssen. Bei der Parklasse kommt es darauf an, natürlich, dass die Hunde standardgemäß sind, dass sie heute entsprechend bewertet wurden, auch klar. Aber dass man auch deutlich sieht, Rüde und Hündin, dieses sogenannte Geschlechtsgepräge, dass man nicht lange überlegen muss, wer ist wer. Aber Herr Pichard ist schon bei der Auswahl weißer Schweizer Schäferhund, Rhodesian Ridgeback, Bouvier de Flandre und Beagle, Mops und Coton de Tulliard. Bei den anderen danken wir. Paar der Bouvier de Flandre, flandrische Treibhund, vielfach eingesetzter Hund, zum Teil sogar im Polizeidienst, als Zughund verwendet, was bei den Metzgern sehr beliebt in Belgien. Weiße Schweizer Schäferhund. Oder ist hier ein Ridgeback? Der südafrikanische Löwenhund. Ridgeback, das ist die Bezeichnung dieses rückläufigen Rückenstrichs, den dieser Hund im Fell rückwärts oder rückengewandt aufweist. Der Beagle, der Klassiker in der Hasenjagd in England.
und der Mops. Großer Liebhaber dieser Rasse war der Humorist Loriot. Können sich vielleicht die einen oder anderen noch daran erinnern, dass er auch mit diesen Hunden solche humorischen Kurzfilme gedreht hat. Der Coton de Tulliard, also Coton, englisch Cotton, das Fell ist so baumwollartig, deshalb die Bezeichnung. So, auch hier möchte ich nicht versäumen, der Firma Grau auch für die Unterstützung dieses Wettbewerbs zu danken. So, die Entscheidung ist gefallen. Herr Pichard möchte gerne auf Platz 3 sehen, das Paar der Bouvet de Flandre. Platz 2 dann der weiße Schweizer Schäferhund. Und Platz 1, das ist das Paar der Beagle. So, wir kommen dann zu einem weiteren Parklassenwettbewerb im Rahmen der Herbstsieger-Ausstellung. Richter dieses Wettbewerbs Herr Willi Güllix. So, wir beginnen mit dem amerikanischen Akita. Hi Ritschbeck. Und nochmal Tai Ritschbeck. Die Eurasier. Die Shiba. Zwergspitz. Juck und Wolfspitz. Japanspitz.
und noch einmal Japanspitz. Das sind die Teilnehmer dieses Wettbewerbs. Auch hier gilt natürlich, in der Hand eines Besitzers am heutigen Tage schon vorbewertet natürlich, können dann hier starten. Das entscheidende Kriterium ist die Homogenität im Typ und dass man auch bei der Paarklasse eben das Paar Rüde, Hündin deutlich voneinander unterscheiden kann. So, einmal Japanspitz, der ist schon ein Stück weiter. Der Zwergspitz ebenfalls, der Shiba auch. Tai Ridgeback und die Eurasia. Der Thai Ridgeback verfügt ebenfalls wie der Rhodesian Ridgeback über diesen rückwärtig angelegten Fellstrich. Verbindungen zwischen diesen beiden Hunderassen sind höchst unwahrscheinlich. Deshalb ist dieses Phänomen höchst interessant. Die Eurasia, eine der neueren Züchtungen, gemessen an den Rassen, die schon seit Jahrhunderten existieren. Das Paar der Shiba. Der Zwergspitz. Und der Japanspitz. Also Sie sehen, außer dem Mutterland Deutschland hat die Spitzrasse sich auch in anderen Ländern einen Namen gemacht. Japanspitz hier oder Volpino zum Beispiel, der italienische Spitz.
So, zunächst auch mal wieder mal unser Dank an die Firma Grau für die Unterstützung auch dieses Wettbewerbs. Platz 3 dann für das Paar der Schieber. Platz 2 geht an das Paar der Zwergspitze. Und Platz 1, das Paar der Thai Ridgeback.